Hallo, willkommen zu den drei sympathischsten Mittelalterkanälen auf YouTube. Einmal die Mineworlds Gamer mit dem Leon. Hallo. Und das Mittelalterstudio Winter mit dem Kumpel. Hallo. Und natürlich dabei die Redaktion Holtex mit mir, dem Professor. Vielen Dank fürs Einschalten. Gut, was zeigen wir heute? Ein Schlachtschiff, genauer gesagt ein Warship. Genau, die Zuschauer, die jetzt uns ein bisschen länger verfolgt haben, die wissen schon, wir haben sowas mal wie Wargears gebaut, ne? Das sind so große Kampfkolosse, womit wir uns gegenseitig beschossen haben. Und das hier ist jetzt die Weiterentwicklung in Schiffsform. Gut, ja. Gut, Leon, dann hau mal raus, was wir uns dabei gedacht haben. Ja, wir haben uns dabei gedacht, da wir alle große Baufanatiker sind und natürlich auch Schiffe sehr, sehr mögen, dass wir auch mal so ein Warship bauen. Und der Hauptgedanke dahinter ist, dass wir mal die etwas größeren YouTuber, die auch hinter Warships her sind, herausfordern mit diesem Schiff. Ganz besonders natürlich Mr. Creative e.V. Oh ja. Genau, die ja auch die Erfinder dieses Formats sind. Also quasi dieses Bekämpfen mit Schiffen, die natürlich mit TNT-Kanonen beladen sind. Und ja, zwei Teams gegeneinander, man feuert sich kaputt und es ist ein Heidenspaß. Genau, so sehen wir das auch. Wir waren ja damals, der Romanus, also Leon und ich schon bei dem Community-Event dabei, wo der erste Warship-Fight von Mr. Creative so richtig ausgetragen worden ist. Und zu dem Zeitpunkt war unser Warship auch schon im Bau. Und jetzt wird's Zeit für die Herausforderung. Und für ein kleines Let's Show. Hm? Genau, ich würde sagen, wir fangen mal an. Was haben wir hier für ein Schiff? Wir haben uns quasi ein Schiff selbst ausgedacht, aber wir haben uns an gewissen Schlachtschiffen gehalten. Genau. Und zwar haben wir einfach so von ganz vielen verschiedenen Schlachtschiffen uns ein paar Brocken rausgesucht und die hier bunt zusammengewürfelt. Da sehen wir zum Beispiel diese Geschütztürme. Die sind jetzt dreiläufig und eher von Schlachtschiffen zum Beispiel der Iowa-Klasse. Die Anordnung ist dann eher von der Bismarck, vorne zwei und hinten zwei. Mhm. Die Brücke ist auch eher von einem Schlachtschiff wie der Missouri. Die Aufteilung der Rettungsboote ist auch eher an die Bismarck angelehnt. Und dann hinten das Flugdeck ist nochmal so ein bisschen von der Yamato abgeschaut. Also haben wir hier einen ganz bunten Haufen. Wir haben quasi, aber ich denke, das Gesamtbild ist ganz stimmig. Wir haben quasi unser eigenes Schiff zusammengebastelt. Das ist so ein Frankenschiff, ne? Aus verschiedenen ja, ich würde, Schiffen. Ja, ich würde sagen, es ist die Weiterentwicklung der Bismarck, der Texas und der Yamato zu einem einzigen siegreichen Koloss. Das werden wir noch sehen. Wir werden natürlich damit auch noch in den Kampf ziehen. Das steht soweit schon mal fest. Ja, was man sonst noch irgendwie... Sollen wir jetzt schon näher auf die Technik eingehen oder uns die Decks anschauen? Also ich denke, von außen hat man das jetzt auf jeden Fall genug gesehen hier. Ja. Ach, was man noch sagen kann, hier auf der Außenansicht, da sieht man noch ein paar Fahnen, die haben alle eine Bedeutung. Jetzt habe ich die natürlich nicht mehr parat, jetzt weiß ich nicht mehr, aber wir haben dort vielleicht was, das geht so ein bisschen in Richtung Kumpel und der Bullige. Wir haben einmal die Flagge für Mann über Bord. Okay. Extra eingebaut. Ihr habt euch ja beide selbst von dem Wargear bzw. dem Warship befördert. Yay. Und damit das in Zukunft als Warnsignal angezeigt wird, haben wir dann die Fahnen noch eingebaut. Ihr seid so gut zu uns. Und natürlich noch so ein paar andere Fahnen, die natürlich alle was bedeuten in dieser Seefahrts, in dem Seefahrtsalphabet. Und da könnt ihr mal selber als Zuschauer auch schauen, ob ihr die entziffern könnt. Oha. Eine Zuschauerquest. Ja, sozusagen eine Interaktion mit der Community. Ist das nicht toll? Ja, dann müssen wir sie noch etwas länger zeigen. Gut, ich würde sagen, wir betreten mal das Schiff, oder? Ja, wo wollen wir anfangen? Ich würde sagen, wir gehen so auf Deckniveau rein. Und schauen uns erst die oberen Decks an und dann gehen wir unten in die Kanonendecks. Gut, hier vorne, glaube ich, brauchen wir nicht wirklich landen, aber da sieht man die mächtigen Ankerketten und auch die Anker, die hier vorne am Bug befestigt sind. Das Schiff trägt natürlich die Bezeichnung 01 für unser erstes Schiff. Und vielleicht auch noch hier an der Stelle, das Schiff trägt den Namen Götterdämmerung. Ja, weil das jeglichen Gott vernichtend schlagen wird. Ja. Ja. Gut, ich weiß gerade nicht, wo muss ich denn jetzt rein? Ich verlaufe mich hier immer noch. Also, wir sollten dann einmal hier um die Ecke gehen und dann ist da ein Eingang hinter dem Geschützturm.
Ja, genau. Ich möchte an dieser Stelle noch anmerken, dass Groschi und ich uns mit unserem Vorschlag Esel nicht durchsetzen konnten. Nö. Nö. Sagt er schon. Was soll ich denn dazu sagen? Nö. Ja gut, also wir haben hier die Decks auch farbig markiert. Da müssen wir nochmal für Groschi ein paar Zahlen dranhauen. Damit er sich so ein bisschen zurechtfindet. Die Pfeile und auf dem Boden zeigen dann auch die Fahrtrichtung des Schiffs an. Oh jo. Das kannte ich noch gar nicht. Genau. Ja, das sieht jetzt hier gar nicht mal so spektakulär aus, weil es halt wirklich für einen Kampf ausgelegt ist und man sich hier gut zurechtfinden muss. Man muss breite Gänge haben, damit man hier schnell von A nach B rennen kann und damit man auch die anlandende Enter-Mannschaft aufhalten kann. Ne? Genau. Gut, Leon, führ uns rum. Ja, also zuerst nach oben, sagst du? Ja, können wir machen. Dann sollten wir hier die Treppe hochgehen und dann sind wir im grünen Deck. Im grünen Deck. Cool. Gut, im grünen Deck haben wir jetzt schon mal die erste Kanonenebene oder die oberste Kanonenebene dieses Schiffes. Wir wollen dann gar nicht näher auf die Kanonen eingehen, da wir, ja, wie gesagt, noch einen Kampf austragen wollen. Und das ist so ein bisschen Geheimtechnik, ne? Ja, genau. Auf diesem Deck befinden sich übrigens 8 Kanonen, 4 zu jeder Seite. Oha. Richtig, man muss sagen, wir haben uns an die Regeln gehalten, die vorgegebenen waren. Mit der Höhe kommen wir nicht ganz hin. Das heißt, es kann sein, dass im Kampf die oberste Antenne unseres Schiffes abgeschnitten ist. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Das ist wirklich nur Zierde. So, ich bin jetzt mal nach vorne gerannt, genau. Und falls ihr euch selbst ein Warship bauen möchtet, dann findet ihr natürlich auch die Regeln zu diesem ganzen Spaß in der Videobeschreibung. Jedenfalls bei mir. Ja, genau, das packe ich da auch noch rein. Jo. Okay, möchte ich auch haben. Kriegst du. So, hier. Gut, also hier. Ja? Ja. Gut, hier hinten haben wir noch so einen kleinen Raum, da befindet sich eine große Seekarte. Hier kann man dann seinen Kurs planen. Oh, cool. Ja, hier kann man das gegnerische Schiff halt vernichtend schlagen, indem man einfach von hinten angreift oder so. Das wird natürlich beim Fight nicht so möglich sein, die Schiffe stehen mal, sich gegenüber. Wartet mal, ihr Buben, wartet mal. Hier sind übrigens ist unser Schiff eingezeichnet. Oh ja, praktisch. Schiffe versenken XXL, kann man es auch so nennen. Ja, ja, klar. Gut. Ui, diese Eisentüren, die sollen natürlich auch ein bisschen TNT-Widerstand bieten, damit man nicht gleich abgeschossen wird. Gehen wir nochmal ein Stück weiter hoch und hier kommen wir zum Herz des Schiffes, der Brücke. Oh, wow. Darf ich auf den Knopf drücken? Wahrscheinlich nicht Torpedos abfeuern. Das ist quasi eine vollautomatische Abfeuereinrichtung für Torpedos, die direkt am Anfang des Kampfes aktiviert werden soll, damit die gefährlichen Torpedos das Schiff verlassen. Denn die haben ja ganz schön viel TNT geladen und wenn die hochgehen im eigenen Schiff, ist das nicht gut. Und so werden alle auf einmal abgefeuert. Und normalerweise muss man ja bei einem Torpedo vorher noch einen Ofen abbauen und dann das per Hand aktivieren, damit beim Kopieren keine Fehler entstehen. Aber hier ist das nicht so. Hier können wir das tatsächlich direkt bei Kampfbeginn von der Brücke aus abfeuern, ohne dass irgendwas direkt an den Torpedos noch rumgewerkelt werden muss. Genau. So, ist das eigentlich so richtig? Ja genau, das hier. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann. Das sind solche wie heißt das? Scherenfernrohre oder so. Ja, so Fernrohre, genau. Da kann man so durchgucken. Es sieht aus wie eine kleine Brille. ja, da, die ragen ja auch eigentlich oben dann noch raus aus der Panzerung, sodass, wenn das Fernrohr getroffen wird, nicht gleich der Schütze, der Kucker tot ist. Genau. Was noch sehr wichtig ist, das mussten wir einbauen, das war in den Regeln, das ist die anstellbare Beleuchtung für die Brücke. Da haben wir ein bisschen die Regeln gebeugt und uns einfach nur eine Redstone-Lampe gemacht. Das soll reichen. Ging aus platztechnischen Gründen auch nicht anders. Ich sag mal so, das ist eine Grauzone, eine juristische Grauzone, ne? Ja, das muss nochmal überarbeitet werden. Aber was ganz wichtig ist, dass wir hier eine Schadensanzeige haben. Vorschiff, Mittschiffs und Achtern. Wird dir der Schaden angezeigt? Richtig, da gibt es dann ein visuelles und akustisches Signal, wenn einer der 6 Sensoren getroffen ist. Yay. So. Gut, ein Riesensteuerrad haben wir auch noch, ne? Und die Brücke. Also normal spielt man das ja ohne Shader. Dann kann man hier besser durch die schwarzen Scheiben durchschauen. Und wir haben aber auch noch durchsichtige Scheiben nach vorne. Außerdem kann man die Brücke rechts und links an der Seite verlassen, sodass wir nochmal hier so ein bisschen den Überblick haben zum gegnerischen Schiff. Natürlich bietet die Brücke eine Schwachstelle.
Ja, hier sitzt halt der Kommandant und sie ist halt wirklich nicht so gut gepanzert, wie man es eigentlich gerne hätte. Aber es soll ja auch alles gut aussehen. Und das Risiko muss man nun mal eingehen als Kapitän. Ja. Na, war ja in Wirklichkeit nicht anders. So, ich schwupp mal nach oben hier aufs Dach. Ja. Die Brücke war tatsächlich bei diesen Schiffen ein ganz großer Schwachpunkt. Es gab natürlich noch eine Notbrücke im Schiff. Da war natürlich mit Sichtverhältnissen und sowas ein bisschen weniger was. Wollen wir erstmal schnell hier auf dieser Ebene bleiben, weil da geht's auch noch ein Stück weiter nach hinten. Okay, ja gut, dann komme ich nochmal ein Stück runter. So, also einmal ist das natürlich auch eine gute Brüstung für Bogenschützen, wenn hier das verteidigt werden soll. Richtig. Seid ihr jetzt hier auf dem Niveau? Ja, genau, hier sind wir. Ja, hier. Und hier haben wir dann noch solche kleinen Gatling-Türme, die dann nahende Projektile abfangen sollen. Genau, also das ist wirklich kein Zweite Weltkriegsschiff, wie man sich das so im ersten Augenblick vorstellt, denn diese Schiffe wurden nach und nach modernisiert und es gibt wirklich noch ein Schiff, ne? Das ist die... Das ist, glaube ich, sogar die Texas. Die Missouri. Die Missouri, ist das Missouri. Genau, die noch im Dienst der US Navy ist. Also ich glaube, bis vor kurzem war sie das, stand sie noch auf der Reserveliste, aber mittlerweile ist sie, glaube ich, auch schon ein Museum jetzt. Und okay. Steht nicht mehr auf der Reserveliste, aber bis vor kurzem im zweiten Golfkrieg 1990 eingesetzt, um Ziele von See aus zu beschießen. Richtig. Ja. Mit, ich glaube, 40,8 Zentimeter Kaliber hat sie, ne? Irgend sowas. Nach hinten? Ja. Genau so unten den Dreh. Da geht's nach hinten geht's auch nochmal weiter. Uiuiuiui. Ach ja. Die ganzen Plattformen, die du hier dran gebaut hast, sind aber richtig praktisch. Also machen das Schiff ein bisschen gepanzerter, weil das fängt auch noch viel TNT ab und gleichzeitig kann man hier noch überall rumfuschen, rumwuseln und hier mit Pfeilen runterschießen. Und auch für den Gegner ist das Schiff durch diese etwas verschwurbelte Bauweise, die ja auch realistisch ist, nicht so transparent, wenn er es entert. Er weiß nicht genau, wohin. Man sollte sich also vor dem Kampf natürlich mit dem eigenen Schiff vertraut machen und dann hat man gegenüber dem Gegner, wenn er eindringt, natürlich Vorteile. Ja, das muss ich noch unbedingt machen. Gut, wollen wir dann erstmal wieder auf den Turm hochgehen und dann auf dem Rückweg runter? Genau. So, hier geht's natürlich noch den Turm hoch. Ups. Auf die verschiedenen Ebenen. Ich möchte jetzt gar nicht so nah auf die, oder ganz genau auf die Ebenen eingehen. Das ist ziemlich das Gleiche alles hier. So, hier oben wird's erst wieder interessant. Das ist nämlich ein sehr wichtiger Punkt. So als kleine Anmerkung für die Zuschauer, die meinen, das Video geht zu lange. Zum Ende hin, also am Heck des Schiffes und damit auch am Ende des Videos, wartet eine kleine fliegerische Überraschung auf euch. Das lohnt sich dran zu bleiben. Gut, also hier haben wir quasi die Feuerleitzentrale. Hier steht im Kampf ein Spieler drin und gibt Anweisungen, denn hier oben kann man kaum getroffen werden von TNT-Kanonen. Man ist relativ sicher. Gegnerische Kanonen kommen ja fast nicht hoch, das ist sehr gut. Und auch mit Bögen ist es schwierig, ne? Ja, vom genau. Wasser und man hat halt wirklich so hoch. Man hat halt wirklich auch den Blick über das gesamte gegnerische Schiff. Und hier haben wir auch eine direkte Verbindung zur Brücke. Genau, das ist. Man kann durch so eine Säule durchgehen. Hallo. Und dann kommt man hier Brücke. Direkt raus. Gut. Hallo. So, das waren erstmal die wichtigsten Einrichtungen hier für den Kampf. Ich würde sagen, wir gehen wieder runter, oder? Ja. So, bleiben wir dann gleich auf dieser Ebene hier. Gehen wir mal nach hinten. Das hier sind im Übrigen Maschinengewehre. Zur Flugabwehr, ne? Ja, nee, nicht unbedingt. Damit kann man auch ins Wasser schießen. Oh, wo seid ihr hin? Entschuldigung. Nee, nicht so laut, Kumpel. Gut. Das war das Maschinengewehr, nicht der Kumpel. Ah ja, das ist nochmal eine zweite Feuerleitzentrale, wo wir uns hier drin befinden. Die ist ein bisschen niedriger, da kann auch einer rein und ist aber nicht ganz so geschützt. Dafür kann man hier auf der jeweiligen Seite, auf der anderen Seite ist das gleiche, auch den Gegner beobachten. Ich gehe mal ein Stück weg, dann könnt ihr mal rausgucken. Gut. Ach dir. Na, wo bleibt ihr denn? Da. Ah, gut.
Ich gehe jedes Mal wieder die Leiter hoch. So, jetzt kommen wir zu Leons Rettungsboot sozusagen. Das hast du gebaut und das gefällt mir echt gut. Schlag gleich die Tür ein. Wo bist du denn? Steckst du da immer noch drin? Noch fest in der Feuerleitzentrale. Ja. Gut. Er hat es geschafft. Ja, das ist also echt noch was wir nochmal überarbeiten müssen. Weil in der Schlacht ist das echt unpraktisch, wenn man da die ganze Zeit hängen bleibt. Da kannst du wenigstens nicht über Bord fallen. So. Ja, aber ich denke, eine Druckplatte würde es vielleicht besser machen, weil man immer an der Leiter wieder hochgezogen wird. So, im Prinzip hier ein kleines Rettungsboot, das ist jetzt wirklich nur zu Zierde da, aber es hat eigentlich auch noch den guten Vorteil, den Nebeneffekt, dass hier TNT abgefangen wird. Ja, das ist richtig. Und dann haben wir auch hier noch einen großen Kran, der kann dann dieses Boot über Bord ziehen und dann zu Wasser lassen. Der fängt natürlich auch nochmal eine Menge TNT ab. Genau. Dominiert wird das Schiff von den zwei großen Schornsteinen, die auch Rauch ausspucken, um das so ein bisschen, um die Fahrt zu simulieren. Ja. Na, und dann haben wir hier auch nochmal eine Rettungsbootvorrichtung, da hängen so zwei Boote dran. Die kann man dann so über die Bordwand klappen und runterseilen und man sieht auch hier, das fängt dann enorm TNT ab, weil wir hier sehen, direkt dahinter liegen die Kanonenschlitze. Genau, und die Kanonen feuern quasi dran vorbei. Wir haben das auch schon getestet, da verfängt sich erstmal nichts. Ich hoffe, das ist auch im Kampf so. Man weiß ja nie, wie sich das verhält. Gut, ich würde sagen, wir sagen das jetzt schon, was ihr hier unten seht, die zwei großen Öffnungen, das sind die Schwenkkanonen. Wir haben jeweils zwei Schwenkkanonen auf jeder Seite. So dass wir auch quasi hier gezielte Schüsse abgeben können und nicht nur gerade Schüsse, sondern uns da quasi aussuchen können, wo wir hinschießen. Ja. Genau. Was noch zu diesen Türmen zu sagen ist, also jeweils zwei Türme sind nach rechts und zwei Türme nach links gedreht, da man im Kampf ja nicht weiß, auf welche Seite das gegnerische Schiff eingefügt wird. Und so haben wir auch nochmal in den Türmen jeweils eine Kanone untergebracht und können ja zu der Seite schießen, wo wir gerade das gegnerische Schiff vermuten oder auch sehen. Ja, also du meintest, und Kumpel, wir sollten zum Schluss zu unserem Heck gehen. Ja. Dann würde ich doch vorschlagen, dass wir jetzt erstmal in den unteren Bereich gehen, oder? Ja. Genau. Dann haben wir hier nämlich eine Treppe nach unten. Hier noch ein Maschinengewehr. Genau. Und hier ist die rote Ebene. Oha. Okay. Oha. Also die rote Ebene, die ist nicht nur rot, weil sie irgendwie so angemalt wurde, sondern das ist echt die Teufelsebene hier. Also hier steckt unsere gesamte Artillerie, sag ich mal, oder die Hauptartillerie. Ja. Wir haben hier verschiedenste Kanonen. Wir kommen hier in die Schwenkkanonen rein. Wir haben viele Seitenkanonen. Und das Ganze ist auch so ein bisschen bootsmäßig gebaut, also mit diesen Durchgängen. Shots, genau. Ja. Ja. Und damit man jetzt auch nicht um jede Ecke gucken muss, ob da gerade eine Kanone ist, haben wir überall, wo eine Kanone ist, Teppich auf den Boden gelegt. Das heißt, wenn ihr auch in dem grünen Deck, wenn ihr da irgendwo roten oder grünen Teppich auf dem Boden seht, dann wisst ihr, da ist eine Kanone. Sehr geil. Geile Idee. Gut. Wie gesagt, wir gehen nicht näher auf die Kanonen ein. Das ist noch ein bisschen ein Betriebsgeheimnis, denn wir wollen ja den Kampf auch gewinnen und ich denke, wir werden ihn gewinnen. Ohne Probleme. Sofern sich denn Mr. Creative traut, unsere Herausforderung anzunehmen. Nach diesem Kampf wird es dann aber bestimmt auch das Schiff und den Rumpf zum Download geben. Oh, und jetzt kommen wir in die eher spaßigen Räume. Hier haben wir den Waschraum. Ja. Oha! Das hat jetzt nichts mehr mit dem eigentlichen Kampf zu tun. Ist nur ein bisschen ein schönes Feature. Wir haben hier Toiletten, ne? Wichtig ist, das Seeventil schließen, wenn man abdrückt. Kumpel, das ist eine Dusche. Oh, Entschuldigung. Das tut mir jetzt leid. Das ist mir jetzt wirklich unangenehm. Oh. Verdammt. Das wären die Toiletten gewesen. Gut. Ja. Wir halten uns nicht zu lange in dem Klo aus und gehen direkt in die Messe. Da müssen noch Banner eingefügt werden.
Von der Redaktion Holtex und vom Mittelalterstudio Windtor. Ja. Das müssen wir noch unbedingt machen. Das machen wir noch. Genau. Ja. Oh. Ne, quasi die Messe. Hier haben wir noch ein bisschen die Küche. Wir müssen uns auch langsam ein bisschen beeilen. Das Video ist schon viel zu lang. Ja. Das ist noch eine Speisekammer. Ups. Mit den Schweinchen. Das fand ich auch sehr süß. Und auf der Seite haben wir hier noch... Oh. Was ist das hier für ein Schlafsaal? Der ist für irgendjemanden. Für eine hochgestellte Person. Für mich vielleicht, ne? Ja, vielleicht. In Rot-Weiß. Der Teppich lässt darauf schließen. Sehr gut. Hier vorne haben wir dann natürlich noch das Quartier des Captains. Stadt das bin in diesem Fall ich. Oh, aha. Mist. Das liegt jetzt einfach daran, dass ich der Einzige auf dem Server war, als diese Zimmer hier eingerichtet wurden und da hast du dich einfach mal den Chefposten weggegriffen. Ja, ja, ist okay. Aber du hast die Farben aller Kanäle hier unten schön verbaut. Ja. Das habe ich jetzt leider verpasst. Warte mal, da, Captain. Das ist auch okay. Ich bin ja mehr so der Werftbesitzer in diesem Fall gewesen. So. Du hast aber auch einen Raum, oder? Ich glaube. Ja. Aber ich kenne ihn noch gar nicht, meinen Raum. Ich war viel zu lange nicht hier. Genau. Weil ich so viel anderes hatte. Ah, das gefällt mir doch. Schön schlicht. Kannst du noch ein bisschen einrichten, wenn du möchtest. Ich brauche nur noch ein Bett für Groschi dabei, ne? Ja. Groschi ist unser hier Mechaniker und der kann hier hinten die Kaffeemaschine bedienen. Und was ist das hier? Ist das die Kaffeemaschine? Ich glaube nicht, dass das eine Kaffeemaschine ist, aber vielleicht ist es ja auch eine. Was könnte das denn sonst sein? Man wird das wohl nie herausfinden. Oha! Aber vielleicht ist auch ein Muffinautomat. Muffinautomat. Gut. Hier kommen wir natürlich auch noch hoch. Wir haben überall noch Schlafräume, aber das ist jetzt nichts Besonderes eigentlich. Da stehen nur massig Betten drin. Genau. Ach, das würde ich jetzt auch gar nicht so vorstellen. Ne? Und was? Selbstverständlich, das wisst ihr noch nicht, aber das würdet ihr erfahren, wenn ihr da mit dem schwarzen Hasen spricht, fährt natürlich die Götterdämmerung unter der Flagge der heiligen Kokos los. Unsere Flagge ist schwarz. Ja, passt. Gut, hier haben wir das Gefängnis, ne? Ja, die Brick. Oha. Da kann man ja dann auch theoretisch Gefangene einsperren, wenn man es schafft, sie dazu überzeugen, dahin zu gehen. Aber es wird wohl keiner die Waffen wegwerfen bei einem Kampf. Ne? Ich glaube, jeder wird bis zum bitteren Ende kämpfen. Ja, das ist so diese japanische Mentalität in Warship-Fights. Ja, man muss seinen Kanal und seine Ehre verteidigen, ne? Da ist nichts mit aufgeben. Nee, ist es nicht. Oder kapitulieren, indem man vom Wargif fällt oder vom Schiff springt. Das war keine Kapitulation, das war situationsabhängiges Schlachtenglück. Du weißt doch, Schlachtenglück entscheidet die Schlachten. Nicht am Ende alles, was so wunderbar ist, sondern das Schlachtenglück ist ganz entscheidend. Ich glaube, jetzt müssen wir einfach noch mehr zum Heck laufen, oder? Mhm. Einmal gerade durch. Jo, mit Vollspeed. Jo. Oh, das ist jetzt schnell. Uah. Oh, wo hüpfe ich denn hier drauf? Sind das hier Torpedos für Luftangriffe? Ich würde nicht zu sehr hüpfen, Professor, das könnte übel enden. Ja. Das sind Torpedos für Luftangriffe? Für Luftangriffe, genau. Torpedos für Luftangriffe. Ja, wir haben hier das Flugzeugdeck und die Flugzeuge, die kann man hier sogar betreten, ne? Ja, richtig. Ja, oh cool. Hab ich auch gebaut. Oha, da sitzt der Prof schon drin. Also sagen wir so, alle Schiffe, die hier unter Deck sind, habe ich gebaut. Flugzeuge? Alle Flugzeuge. Ja, ich habe das erste Design habe ich gemacht, oben auf dem Deck. Ich wollte unbedingt ein Flugzeug haben und ein Flugzeugdeck. Ja, und jetzt haben wir hier verschiedene Flugzeuge, die kann man natürlich zusammenklappen, damit man die ja auch durchs Tor bekommt. Das gilt auch für den Doppeldecker irgendwie. Das Wortfisch, ja? Würde ich ja fast vermuten. Sieht so ähnlich aus, aber ich glaube nicht, dass es ein, keine Ahnung. Hier vorne hat... Also inspired by Swordfish. Die Flugzeuge, die sehen echt süß aus. Und wir haben unten natürlich auch noch Schwimmkörper immer dran. Und wenn wir hier hochfliegen, da sehen wir den Kran, womit man die ganzen Flugzeuge hin und her schieben kann, diese Abschusskatapulte. Und da steht auch schon ein Flugzeug zum Abschuss bereit. Natürlich mit Schwimmpontons. Ja. Und damit kann man dann rüber zum Gegner fliegen. In der Theorie zumindest.
Und das ist auch die angekündigte Überraschung, dass man eben diese Flugzeuge auch tatsächlich betreten kann. Im Kampf wohl eher nicht, aber wenn man dann irgendwann mal dieses Schiff kriegt und auf die Ecke klickt, das ist ohne Fadenkreuz gar nicht so einfach, dann kommt man rein. So. Und dann sitzt man im Flugzeug. Auch im Survival ohne zu ersticken, da der Glasblock da anscheinend eine Ausnahme bildet. Richtig. Glücklicherweise, ja. Richtig. Und ja, man kann sich da schon im Kampf verstecken, denn hier hinten sind wir recht sicher. Also ich glaube nicht, dass hier gegnerische Kanonen auf der Ebene noch sind. Ja, aber man kommt Pfeile treffen auch nicht rein. Das schon, aber man kommt, glaube ich, nicht wirklich hin im Survival. Nee, aber man könnte sich hinbauen. Theoretisch hochbauen, aber. Ja, theoretisch, ja. Gut, ich denke, damit sind wir auch am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat unser kleines Bötchen hier gefallen. Unser kleines Schiff. Und ja, schreibt doch in die Kommentare, was ihr davon haltet. Auch von der Idee, mal so einen Kampf zu machen und ja. Ja, und ihr könnt uns auch gerne unterstützen bei unserer Herausforderung an Mr. Creative. Ich werde versuchen, ihn so zu erreichen, aber wer nochmal darauf hinweist, dass hier ein Herausforderer ist. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.